Wunderschönen guten Abend zusammen, mein Hübchen. Was geht ab? Ibilein, Tobi auch am Start. Easy. Ich möchte das mal an im Voice. Achso, ja, ich hätte vorbeischauen können, aber ich hab ein bisschen Hayabubu gemacht auf dem Sofa, ein bisschen weggenickt. Alter, ich wollte eigentlich mit Monkey ein bisschen im Stream chillen. Ich habe, glaube ich, 2 Nachrichten geschrieben und dann sind irgendwie meine Augen ein bisschen schwer geworden, ey. Ganz, ganz wild, Alter. Domme, was geht? Nico auch am Start. Grüß dich, mein Lieber. Bini, alles gut bei dir? Du kleine Mönchmaschine, Junge. Ich habe mir direkt mal dein Deck verschnabuliert und guck da auf jeden Fall mal nachher rein, was da so geht. Ich habe die letzten Tage quasi gar keinen Rush gespielt. Wie man es wahrscheinlich auch an der Stimme schon wieder ein bisschen hört, wieder ein bisschen Ebola. Aber das ist ja nichts Neues bei uns, ist ja irgendwie immer so. Aber ist ja alles nichts. Ich habe jetzt gesagt, ey, wir haben so wenig gestreamt die letzten Tage. Müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Warte mal, ach, das war Facebook. Ich muss mal gerade hier. Da. Okay, perfekt. Meld mich nachher. So, dann machen wir ja einmal aus, dass der Sound nicht die ganze Zeit bippt im Hintergrund. So, erzählt mal, wie geht's euch, meine Hübschen, Alter? Ja, boah, Bini, ich hab meine Steuererklärung gemacht, Bruder. Seitdem direkt mal rückwärts im Baum gedreht, Alter. Da sind schon ein paar Euro reingeflossen, Alter. Hey, aber auch da nochmal, ne? Vielen, vielen Dank, Mann, für den Support auf MyGamesMarkt. Easy, Santa, Anton Warmstadt, Simon, Agoni. Barty, Dan, King, Easy Snorri, Erik, Mischa, Skralix und so weiter und so fort. Also vielen, vielen lieben Dank, Mann, für euren Support da. Ist wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen, Mann. Sehr, sehr geil von euch. Glückwunsch auch nochmal an Enkalus, Sibylchen und Mr. Hanky zum Gewinn vom internen Clan Giveaway. Sende ich euch nachher am Stream auf jeden Fall noch das Platin, dann könnt ihr euch den Clan-Booster gönnen. Ein bisschen Support für den Clan muss auch sein. Morgen startet ja neue CW. 4 Dryaden bis Max, 2 Kulti bis Max, 3 Schwerter bis Max. Also gut geht's. Oha, ja gut, Digga, du bist auch eine Legi-Maschine im Shop, ne, Alter. Wisst ihr, was wir als allererstes machen? Wir gehen in diesen wunderschönen primären Shop rein. Und jetzt gucken wir uns diese Kisten hier an. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt genießen wir einen der mit erstmal schönsten Momente, weil diesen Moment, meine Lieben, den wollte ich auf jeden Fall mit euch zusammen erleben. Wir gehen tatsächlich hin und holen uns das letzte Item. Das heißt, unsere Kollektion der legendären Helden-Items ist somit vollständig. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwann mal ein neuer Held rauskommen sollte, sammeln wir bis dahin schön uns wieder unsere 50 Token zusammen. Haben dann das neue Helden-Item auf jeden Fall mit am Start. Und jetzt würde ich sagen, rein ins Flick-Item. Ich hoffe, wir bekommen das. Nicht, dass jetzt irgendwie ein Bug ist und auf einmal so, stellt euch mal vor, ey. Weg und ciao, Kakao, Alter. Wir haben uns jetzt die Fliegerbrille am Start. Ihr wisst natürlich auch, was das heißt, ne? Jetzt muss natürlich auch der Flicker so ein bisschen in Richtung 15 justiert werden. So ganz langsam und gemütlich, aber schon. Ich glaube, so ein Flicker mit Monk könnte schon richtig sexy sein, Bini. Ich danke dir vielmals, Mann. Euch allen. Wie gesagt, ihr alle habt ja quasi euren Teil dazu beigetragen, dass in den letzten 1,5 Jahren das Ding hier so extrem gewachsen ist und wir jetzt sagen können, wir haben wirklich die komplette Kollektion voll. Danke, danke, danke an der Stelle wirklich nochmal für euren Support, Mann. Ich habe noch Mehmet übrig. Oha, Alter. Mehmet ist auch wild. Mehmet-Item ganz wild, So. Oh, der ist live, glaube ich, auch, ne? Hab ich gesehen. Geiles Lied. Ja, deckmäßig, ne? Was wird momentan gespielt? Ich habe keine Ahnung. Da brauche ich natürlich dann so ein bisschen eure Hilfe auch. Je nachdem, was ihr dann sagt, was spielbar ist oder auch nicht spielbar ist, gucken wir dann zusammen rein.
Hab gerade eben schon gelesen, Ibi hatte geschrieben, Kulti auf jeden Fall. Würde gerne sehen. Monk werden wir auf jeden Fall testen. Dann würde ich auf jeden Fall dieses Bruiser Necro Ding nochmal anfassen und gucken, wie das so geht. Ich glaube, das hier. Ja, Banshee ist sowieso auch krass. Da muss ich aber gucken. Hier habe ich zwei Decks, dass ich nicht wieder das Falsche auswähle. Da habe ich ja letztes Mal mit reingeschissen. Das sollte uns nicht unbedingt nochmal passieren. Das heißt, wir gehen erstmal rein in das Mönch-Deck. Das ist gut, weil Bean ist nämlich gerade auch da, kann uns zur Not helfen. Ich bin da unentschlossen, Bean, ob ich mit Jägerjacke oder mit Großzügigkeit spielen soll. Das ist halt die Frage der Fragen noch, ne? Lieber den Gegner so ein bisschen den Aufbau schwieriger machen und mit großzügig reingehen, um es mir selber ein bisschen leichter zu machen. Oder halt eben auf die Jägerjacke gehen, auf die 18er. Dann hätte ich Doppel-Pocket Curse. Ist halt die Frage, ne? Was da sinniger ist, ne? Ich habe gesehen, viele spielen jetzt wieder sogar mit Mana-Robe. Ich weiß nicht, ich finde es halt immer noch sehr stark, vor allen Dingen in Kombination mit dem Ekel-Summoner. Mit deinem Crit und Max Trapper müsste noch mehr, was schippern? 200 Mille Crits. Ja, ich bin mal gespannt. Ich brauche da so ein bisschen deine Hilfe bei. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal zusammen an. Also was sagst du? Eher Robe oder eher Jacke? Ich vermute, wir werden gegen Spirit Master, Blade Dancer, Ink und so weiter spielen. Das heißt, eigentlich tendiere ich eher zu der Mana-Robe oder der Jägerjacke. Weil dann haben wir quasi unsere Gegnerfraktionen, gegen die wir spielen, abgedeckt, gegen die wir spielen würden. Und haben halt auf beiden Königreich des Lichts freigeschaltet. Haben hier ein Counterspell, was eigentlich nicht verkehrt ist beim Mönch. Und hier hätten wir halt Doppel Pocket Curse. Ich bin halt echt unentschlossen. Hier haben wir keinen Set-Bonus. Hier hätten wir sogar noch einen Set-Bonus. Das heißt, dann hätten wir nochmal 200% Attack Speed on top oben. Ist halt die Frage. Bin ich momentan überfragt. Ich habe nicht mal in die Bestenliste reingeguckt, was momentan so gespielt wird. Direkt erste Deck, Necro Bruiser. Okay, ja moin. Spielt mit Mana Robe oder mit Jägerjacke, okay. Ja, ich denke nämlich auch, dass ein Pocket Curse eigentlich safe reicht. Ne? Da spielen aber immer noch alle mit Jägerjacke, ne? Wie es aussieht. Ja, spielen alle mit Jägerjacke. Okay, das heißt, ich habe ja zwei Jägerjacken. Aber ich habe da ein Problem. Ich habe nämlich auf der Jägerjacke hier den Zauber nicht freigeschaltet. Koka, was geht? Einen schönen guten Abend. Ja, Bean, was sagst du jetzt? Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt die Jägerjacke mitnehmen für einen Doppel-Pocket-Curse? Oder dann eher eine von den beiden Mana roben? Und da ist halt dann die Frage, Set-Bonus und Großzügigkeit gleich weniger Mana-Mangel. Oder Counterspell gleich, ja, wenn der Dark Priest hittet, ist sowieso vorbei. Dann nützt auch kein Counterspell mehr. Weil dann kriegst du den Spawn eh nicht gekillt, beziehungsweise den Miniboss, der triggern könnte. Also ist halt eher die Frage, ob Großzügigkeit mit Z-Bonus oder Pocket Curse. Meinst du echt Counterspell? Okay, dann vertrauen wir dir und gehen mal rein da. Ich habe das Deck von dir kopiert, das heißt, Talente und so müssten eigentlich alle richtig drin sein. Kann ja eigentlich nichts falsch machen, hoffe ich zumindest. Ich bin übelst müde, ne? Katastrophe, ich bin zwar gerade eben eingenickt und habe so ein paar Minuten gepennt, aber irgendwie immer noch, ey, komplett gaga, Alter. Okay, wir haben einen Double-Teil, das ist gut. Ein geiles Lied. Ein Double-Teil und gar nicht mal so kacke gelegen. Ist mir immer wichtig, dass das am Anfang direkt gepusht werden kann. Bini, am Anfang erstmal einfach nur chillen, oder? Quasi Mönch-Power-Ups machen und die fusionieren, oder, ne? Ja, schon. Ja, ich habe ewig keine Dryade gespielt, ey, ja, dann spiele ich erste Mal Dryade, krieg direkt zwei Golden. Ist das ein Zeichen hier oder was, oder wie? Unglaublich, ey.
Ach so, wir haben ja hier Fraktionsbonus, ne? Ich habe aus Versehen einen Mana abgemacht, Bruder. Krieg einfach noch eine goldene. Ja, moin, Alter. Das ist auf jeden Fall mal, ja, Start nach Mars hier, ne? Start nach Mars, würde ich mal behaupten, ne? Jetzt brauche ich aber schon wieder einen Einer Mönch, ne? Was spielt der Gegner für ein Equipment? Oh, wow. Okay. Okay. Ja, Bruder, ich habe ja schon eigentlich einen Siebener da am Stissel, ne? Wenn ich jetzt hier die beiden goldenen nehme. Ah, das letzte Item. Geiler Clip, muss ich mir auf jeden Fall nachher reinziehen, Ibi, ey. Alter, wenn das jetzt auch noch eine goldene wird, dann let's go, Alter. Dann mach ich mir direkt einen Siebener Trapper dahin, ey. Ja, okay, das wäre auch zu wild gewesen. Wobei, ich mach noch einen Mana ab rein. Solle Geiz, ey. Schade, naja, egal, lassen wir so. Das sind Sechser, passt. Much. Much. Bini, wenn ich irgendwas anders machen soll oder so, du sagst Bescheid, ne? Okay, das war natürlich schon Much. Vierer da drauf. Ja, natürlich spawnt da das zweite Erwachte, man kennt's, ja. Aber ich muss jetzt mir schon mal das eine Schwert darunter machen. Ich habe keinen Bock, dass da nachher. Ah, Mashallah, Bruder. Ich küsse doch sein Auge, ey. Ich küsse doch sein Auge hier, ey. Aber du hast recht, Bini. Counterspell ist schon gar nicht so schlecht, wegen diesen ganzen Pudding und diesen ganzen Mistkröten, die ja quasi dein Board debuffen, ne? Ich glaube, die lasse ich so. 29 ist das zu früh, ne? Oder für jetzt schon auf Lane zu gehen, ne? Auf Interception, oder? Besser noch Stacks sammeln, oder? So bis 50 oder so wahrscheinlich, ne? Bis du anfängst, so ein bisschen zu strugglen mit der Wave, ne? Hier habe ich noch nicht. Oh Gott, Alter, was habe ich denn, ey? Ich mache einen Trapper jetzt schon hoch. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Eins, zwei, drei. Ach, ein Fünfer Trapper. Das Problem ist, wenn ich zu früh jetzt schon auf mein Pullboard gehe, dann kriege ich keine Stacks mehr auf den Mönch drauf, glaube ich. Oder stelle ich mir extrem schwierig vor, sagen wir mal so. Ach, schon wieder eine goldene Maschallah, Bruder, ey. Was ist hier los, ey? Tag der goldenen Fee oder what? Okay, krass. Okay, das ist ja wild, ey. Ja, Schlüssel wird auf jeden Fall sein, wieder schön hohe Trapper, ne? Ich hab mich verzählt, egal, die Dryad wird den schon hoch machen. Die Frage ist halt, ab wann gehe ich auf Fullboard, weißt du? Jetzt habe ich aus Versehen Dings gemacht, ne? Das war nicht geplant. Ab welcher Welle ich halt anfange, ohne Interception die Wave zu verlieren. Weißt du, weil die sind ja alle noch relativ niedrig. Ich würde jetzt eigentlich den nochmal gerne da draufziehen, ey. Dass ich mehr Stacks habe, weißt du? Guck mal, ich verschenke hier so viele Stacks. Ich krieg schon wieder eine goldene, Alter. Was ist hier los, Junge? Weil ich habe jetzt erst 32 Stacks, ne? Das ist halt eigentlich echt wenig. Ich würde jetzt halt eben die darauf nochmal ziehen. Oder soll ich jetzt schon hingehen und auf Fullboard bleiben? Das ist noch zu früh, oder? Wir sind gerade mal Welle 4, ey. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so gut sein soll. Ja, der war dumm. Ach, ein Trapper reicht sogar. Okay, ich hätte halt gesagt zwei, ne? Ich hatte zwei Sechser mir jetzt gemacht.
Naja, zwei würde ich schon machen, glaube ich. Sonst. Klar, du hast halt weniger Platz auf dem Board, ja, keine Frage, ne? Aber der müsste jetzt die 6 Stacks mehr eigentlich safe auf den geben, oder? Ja, okay, dann haben wir wenigstens ein paar Stacks. Das war nett. Ja, jetzt macht er natürlich den Counterspell da drauf, ne? Was der sonst nie macht, der Hund, ey. Ich habe ja nicht mal Zeus aktiv und guck mal, wie der rein scheppert, Alter. Das ist ja geisteskrank, ey. Ich hab schon wieder Dark Priest, ne? Pass auf, Alter. Ich sag's dir. Es war so klar, Alter. Ich wollte es gerade noch gesagt haben. Ich habe schon wieder reingeschissen, weil ich nicht gucke, dass Dark Priest ist und ich verliere direkt oder was, ey. Dann heule ich schon. Dann spiel ich schon direkt nie wieder Monk, Alter. Typisch Alex, Alter. Ja, okay, ne, ich habe ja mein Punk noch. Trapper rettet, ja, hast du recht, Alter. Sonst wäre schon wieder vorbei gewesen hier in Wave 1, Alter. Darf's ja keinem erzählen, ne? Da habe ich ja schon wieder Bock auf das Deck, ne? Alex direkt Schnappatmung bekommen, Junge, ey. Den kann er ruhig haben, das ist mir egal. Wichtig. Mal wegziehen. Oh, guck mal, drei sexy Trapper und einer davon sogar. Oha, Alter. Das ist gut, diese, oder? Was sagst du? Vini ist gut. Oha, ich hab den Boss nicht mal gesehen, Junge. Tschüss. Aber drei Trapper ist, glaube ich, zu viel. Wieso ist denn der jetzt einen mehr hochgegangen? Was war das? Was war das? Wieso hat er das gemacht? Egal. Könnt den da drauf ziehen mit dem nächsten Monk Power-Up. Wochenbonus? Ah, wegen Dark, stimmt. Oh, nee, Bruder. Mach nicht so, ey. Ich hasse das, ey. Das ist kein Dark Priest dabei, ne? Das ist Gorgon und das ist Kitsune oder so, ne? Muss der immer aufpassen bei dem Müll, ey. Oder was macht der mit den Bossen, ey? Der haut ihn ja komplett. Was war das? Was war das für ein Crit, Alter? War das 80 Millionen oder was? Nein, kann nicht sein, Alter. Doch, 62 Millionen, Digga. Was sind das für Crits, Junge? Ich habe gerade mal 50 Stacks. Das ist ja das ist ja komplett geisteskrank, ey. So, jetzt muss ich aber hier einen Trapper zusammenziehen, theoretisch, ne? Weil drei Trapper ist zu viel auf jeden Fall. Ich lasse natürlich den auf dem Zeusfeld stehen, ne? Ja, natürlich trifft er den auf dem Zeusfeld, ne? Weil das Spiel mich mag, ja. Ja, aber irgendwas muss ich machen. Ich kann nicht mit 54 Stacks werde ich kein Damage rausknallen am Ende. Ja, glaube ich, ne? Ich sehe es gerade schon, ne? Das ist ja gestört, ey. Ich will überlegen, ob ich die Trapper zusammenziehen soll, ne? Ja, das ist gut. Och, jetzt ist der wieder wegen dem Wochenbonus da hochgegangen, ne? Das war wichtig. Nein! Oh, ja, gut. So, jetzt muss der mit dem Zeus da hochgehen. Ja, schade, ey. Hätten wir den da draufballern können, ne? Hab schon wieder nicht geguckt wegen Dark Priest, ey. Muss ich aufpassen, ey. So, wir haben entspannte Seitenlage TV. Ich mach nur mit den Power-Ups beschwöre ich irgendwas. Ich sag's dir, wie es ist, ey. Ja, ich hoffe halt jetzt, dass der Monk getroffen wird vom Feuerball oder der eben Zeus hochgeht. Aha, siehst du, zack, habe ich nämlich den auch weg. Auf Wiedersehen, Junge. Ciao. Ist das Dark Priest? Das ist Dark Priest, oder? Ja, ich warte, Alter. Ich warte, ey. Hässlichen Bosse, ey. Ich hasse die, ey. Ja, jetzt ist er wieder ein hochgegangen, ne? Nix.
Jax. Ja, diesmal trifft er wenigstens nicht. Der Zweier ist gut und wichtig. Der Vierer ist Much. Ist halt mutig, mit einem Einer da zu stehen, ne? Und hier die Zweier und so, das ist auch alles ein bisschen mutig, ne? Da sollte ich drauf achten, dass ich da ein bisschen Dings drauf knüppel, oder? Ich hab falsch umgematcht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Ich hab mich selber ins Aus katapultiert, ja moin, ne? Oh mein Gott, Alter. Alex schon wieder, ey. Alex schon wieder, ey. Eieieiei, Junge. Alex schon wieder, ey. Oh oh. Oh oh. Bruder, geh doch da rein jetzt hier, du Hund. Hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht ernsthaft gemacht, der Alex, ey? Junge, gönn mir doch so ein scheiß Viech, Alter. Ich glaube, das wird schwer, ey. Boah, Bruder. Junge, 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 Alter. Content ist wieder da. Content ist da. Content ist da. Nein! Du Hund, verpiss dich. Komm, Junge, stirb, Alter. Ne. Er holt sich erst auf den Höchsten. Ich hasse ihn, Alter. Ich hasse ihn, Alter, und dadurch gewinnt der. Weil er sich. Ich hab das so schön gerettet, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Ich hab das so schön gerettet, ne? Und dann macht er mich so kaputt, ey. Ah, nein, Junge, ey. Das wäre so geil gewesen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Nein, Bruder, nein, ey. Ah. Also hätte ich das gesaved, ich hätte mich selber schon direkt im ersten Game als Monking bezeichnet, Alter. Direkt im ersten Game, Alter. Okay, aber ich habe direkt schon im ersten Game gemerkt, du kannst auf jeden Fall, wie Bin schon sagte, du kannst einfach erstmal Stacks sammeln, bis du 50, 60 hast, ohne auf Lane zu gehen, das der. Der macht ja so viel Damage, das ist ja geisteskrank, Alter. Das ist ja komplett illegal, ey. Aber wir haben auf jeden Fall Double Teil. Oh, Bruder. Egal, wir holen uns unten den, ne, besser. Schön nah am Spawn. Nee, Much. Egal, direkt weg mit dir. Wie viel Prozent hast du eben auf dem Wachstumsumwandel? Ich hab gar nicht drauf geguckt, ne? Oben den besser, meinst du? Okay. Ja, aber das ist ja eben das. Obwohl, ja, hast du recht, lieber den nehmen, dann kann ich da die Trapper hinmachen, ne? Und den zum Merchen noch benutzen, hast du recht. Leunsen, Moinsen, was geht denn? Einen schönen guten Abendsen. Lass ich mir den noch höher gehen? Ne. Ja, wir nehmen oben den. Oben, der sieht schön aus. Merchst du am Anfang? Auf Alex, ey, Mönch, aufs Amulett, Alter, mach ich einen auf Carlos, ey. Auch so schon die Mönche, oder nimmst du wirklich ausschließlich mit dem Power-Ups? Ja, Leunzen, haben wir gemacht. Für euch, mit euch, wegen euch, dank euch, haben wir das Ding hochgezogen. Wenn du gerne ein Gameplay sehen würdest, können wir das auf jeden Fall machen. Geil, best Monk Gameplay, Evo West. Digga, den muss ich mir reinziehen, auf jeden Fall auch, ey. Alter, ey. Ich habe schon sensational reingeschissen, Alter. Im ersten Game direkt Leunzen mit Monk. Ich habe den ja 120 Jahre nicht gespielt. Und ich habe sehr, sehr reingeschissen. Muss ich sagen. Ach, Bruder, jetzt hat er mich schon wieder veräppelt, ne? Dieser Wochenbonus geht mir jetzt schon auf den Kaka, ey. Macht's raus aus meiner Leitung, ey. Das ist nicht gut, ey. Jetzt habe ich da so ein Fünfer-Dings rumschimmeln, ey.
soll ich denn den jetzt gleich wegbekommen, Bruder Jakob? Jetzt geht der auf 6 mit Zeus, pass auf, Alter. Na, immerhin nicht, ey. Bruder, wo soll ich denn jetzt einen Fünfer hernehmen, ey? Erzähl mir das mal, Bienchen, wie soll ich das machen? Eine goldene, ne, wäre jetzt gut. Aber hatte ich gerade eben im Game 10 Stück, kriege ich jetzt sowieso wieder gar keine. Da machen wir gar nicht erst so und so und so. Und hoffen jetzt auf den Trapper, ansonsten schon wieder reingeschissen. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder, Freunde. Ich bin wieder da. Alex ist wieder live und macht sich da unten erstmal schön in Deception in 4er Trapper rein. Weil muss sich ja lohnen, muss sich ja lohnen. Muss ja mindestens genauso schlecht spielen wie in der Runde davor. Oh man, Alter, oh man. Ja. Ich würde sagen, wir gehen da kein Risiko ein. Nein, 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 nein. Nein, ich hab's gerochen, Alter. Ich hab's gerochen, da habe ich noch meinen Finger drauf gehalten und wollte ihm sagen, geh bitte weg, aber er hat nicht gehört. Jetzt müssen wir den auch wieder auf 5 machen, ne? Das Problem ist, ne, den können wir gar nicht auf 5 machen, der bringt uns gar nichts. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Golden oder so, dass der da fortkommt. Warum auch auf dem Amulett-Merchant? Wäre langweilig, ey. So, aber rein damage-technisch gesehen gefällt mir das jetzt schon besser wie gerade eben. Jetzt müsste ich. Soll ich Risiko machen? Soll ich Risiko machen, Zeus drücken, dass der einen hochgeht und der keins hochgeht? Okay, keiner ist einen hochgegangen. Ja, fort mit dir. Wichtig. Ah, warte mal, wir haben noch den Wochenbonus. Jetzt lassen wir den Wochenbonus für uns arbeiten. Stell mal vor, der macht den runter, ey. Wir lassen jetzt den Wochenbonus uns den einen upgraden. Dazu brauchen wir aber noch einen 3er Mönch, dass wir keine andere Dark Domain Unit auf dem Deck haben. Und ich mache einen Power-Up, ich Esel, ey. Egal, direkt hoch, zack. Und jetzt lassen wir den einen upgraden mit dem Wochenbonus, dann ziehen wir den da runter und dann sind wir wieder im Rennen. Zack, 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 Junge. Oh, schmeckt. Schmeckt, 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 schmeckt. Jetzt läuft das doch schon wieder hier. Ah, ich hab's gesehen, ja. Ich hab Mod wieder alles eingerichtet. Alles wieder so, wie es sein sollte. Theoretisch. Falls nicht, Bescheid sagen. Ih, den Vierer habe ich nicht gesehen. Miese, Brise, diese. Den müssen wir auf jeden Fall noch wegzaubern da. Den Vierer da weg, weil der hat so viele Stacks, ey. Junge, der trifft aber auch jedes Mal den, ne? Der ist geil auf den, ey. Jetzt sind wir bei den Doppelbossen schon, Bini. Jetzt muss ich aber langsam auf Fullboard gehen, oder? Der Fünfer schmeckt. Zwei Trapper auf Zeusfeldern. Weil ich merke gerade, dass ich so ein bisschen die Wave anfange zu strugglen, ne? Aber die Bosse killt ja noch gut, glaube ich. Irgendwas war da mal. Den kann er haben, den kann er auch haben. Boah, jetzt fehlt mir einer, ne? Aber gut, die müsste ich eigentlich noch down bekommen, oder? Und Damage hier. Naja. Naja, da brennt noch nichts an. Junge, was ist denn los mit dem? Der trifft einfach die ganze Zeit den hier, ne? Der ist T3. Ich habe dein Game gesehen, Bini, mit dem T3er. Ja? Mönch. Bruder, ich muss schon wieder deinstallieren, das Spiel, ne? Oder ich kann schon wieder deinstallieren gehen. Ich sag's dir, wie es ist, ey. Aha, geht doch, ey.
So, jetzt geht hier aber der T3er geht jetzt ab, sag ich dir. Hoffe ich zumindest, ja, das ist gar nicht mal so gut hier bis jetzt, Alter. Damage-Rekord 500 Millionen. Was? Wo 500 Millionen? Gleich die 5 Hale, dann muss ich den hier rausziehen. Vom Zeusfeld. Es ist halt alles Much, ne? Das Deck hier, gerade noch. Oh, der war wichtig, der war wichtig. Der war eigentlich wichtig. Ich bin am Überlegen, ob ich den kopieren soll. Ne, ich lasse den weggehen, oder? Ja, genauso beschissen. Ich hab's verschlimmbessert. Kennt ihr das? So. Jetzt habe ich einen Dreier, da kann ich auch nichts mit anfangen. Und ich sag's dir, das ist doch Shit, was ich hier mache, ey. Das ist doch komplett Dogshit. Hey, Monkey, mein Lieber, ich danke dir vielmals, Mann, für deinen Raid. Und willkommen an die Raider. Alex Schlafmütze hat den größten Teil von deinem Stream leider verpasst, Mann. Ich hoffe, ihr hattet ein paar geile Games, paar nette Wins. Ja, das ist wichtig, das ist gut. Geh runter, geh runter, geh runter, dummes Stück. Zack, ciao, auf Wiedersehen, zack, zack, auf Wiedersehen. Okay, wir haben zwei Trapper, wichtig. Schon wieder viel zu wenig Monk-Stacks. Ah, ich wollte gerade sagen, 10 Stacks vom Schwert haben wir auch noch nicht, aber das ist jetzt wenigstens schon mal gut, ey. Ah, ist ein geiles Lied sogar, ne? Ich habe einfach Dings angemacht. Hier Playlist Hot Hits Deutschland oder so jetzt. Aber die kannst du tatsächlich momentan mal dir gut geben. Wait, dies, das, jenes. Alex wieder stuckt. Gar keinen Bock, den zu wasten dafür, ja. Ich habe gerade im ersten Monk-Game schon so reingeschissen, Digga. Ich war ganz klar besser. Ich habe so gut gespielt. Ich habe so ein clean Board gemacht. Und dann habe ich aus Versehen statt aus der Exception raus in die Exception rein gemerged und habe mir mein komplettes richtig attraktives Board kaputt gemacht. Ich habe so rumgemerged, weißt du, von der Exception in die Exception rein statt aus der Exception raus. Ich doof, ey. So kannst du halt auch Games verlieren, ne? Ansonsten, PvP lief gut, ja. Ich hab gar keinen Überblick momentan, wer wie viele Trophies hat. Normalerweise, ihr kennt mich, ich weiß, wer wie viele Trophies ungefähr hat und so. Ich habe die letzten Tage gar nicht gespielt quasi. Ich weiß echt nichts. Weder weiß ich, was spielbar ist, noch weiß ich, wer wo steht oder so. Aber ich bin jetzt, die Tage bin ich auch wieder aktiver da, Gott sei Dank. Boah, das läuft ja hervorragend, ey. Jetzt bräuchte ich Hilfe von den Feuergeistern. Bini, du hast ja auch einen hohen Zeus. Was sagst du zum Zeus-Buff? Top oder merkt man so semi oder merkt man gut? Ja, ciao, Alter, muss ich einsetzen. Jetzt mache ich hier noch Bienen-Salad, Alter. Mega stabil, sagst du, okay. Du hast deinen auf 16 mit einem 6er-Item ungefähr, kann das sein? Bruder, ich mach keinen Damage, Alter. Ich krieg die Boss ja schon nicht mal mehr down, Alter. Weil ich kann meine Deception nicht mehr kaputt machen. 8er-Item sogar. Oho, Alter. Oho. Ja, okay, der war wichtig. Wichtig. Es war klar, dass er ihn cleant. Ich kann halt nichts machen, ne, die ganze Zeit, ey. Das ist geisteskrank, Alter. Ich bin die ganze Zeit stuck. Ich mach keinen Damage, ne? Na gut, den da drauf, den da drauf. Hab ich den Werf? Gut, 4er habe ich auf jeden Fall, das ist gut, ey. Herr Wosti, was geht? Einen schönen guten Abend an Sie.
Ja, ich habe Beans Game auf jeden Fall gesehen, wo er auf einmal mit einem T3er da stand, ey. Ich mache halt gar keinen Damage gefühlt, ne? Okay, das war jetzt. Oh nein, ich habe Glück, ey. Uff. 42% auf dem Amulett auch. Gar nicht so kacke, ne? Aber ich mache irgendwie trotzdem keinen Damage, ey. Was mache ich falsch, Alter? Aber was mache ich denn verkehrt, da ich so wenig Damage mache? Da muss da irgendwas muss ich ja falsch machen, Digga. Der Merch, ach, der wird mich auf jeden Fall schon hops nehmen gleich. Ja, siehst du? Er macht mir so, Alter. Er macht mir echt so, Tschüss. Ciao, Trapper. War schön mit dir. Jetzt ist noch das Mary-Dings auf dem, Alter. Bruder, wieder den höchsten Treffen. Let's go. Also keine Ahnung, wie du da so viel Damage machst, da bin ich zu doof für. Ne? Vor allem, ich habe ja nicht mal meine Ability jetzt ready, oder? Ja, doch, gerade so noch, ey. Jo, ciao, Interception. Oder keine Ahnung, Alter. Ich mach keinen Damage, ey. Ne! Maul, Alter. Ne! Ach. Ach. Ach, Bruder. Schon ausgemonkt, Alter. Habe ich schon keinen Bock mehr. Zwei Games, zweimal gleich Pisse direkt weg mit dem Schmutz, Alter. Kann er direkt wieder in der Garage stehen, kann er direkt weiter da verschimmeln gehen, Alter. Zweite Game, ne? Direkt nächste, Alter. Direkt in den nächsten, Alter. Direkt in den nächsten, Alter. Was war das? Kultist oder so, ne? Naja, das ist Moch, Alter. Das ist, ne. Da regt sich alles nur wieder auf. Das ist nicht gut für die Nerven. Das ist nicht gut. Benji ist halt auch RNG hoch 10. Weiß ich nicht. Haben wir ein, zwei Games gemacht, aber noch nicht so viele. Ja, was passiert, Lenny? Natürlich, man kennt das Spiel, ja. Also, ich weiß nicht. Halt, eine Sache. Ne, wir müssen noch ein Game machen. Wir müssen noch ein Game machen. Ich muss mal die Mana-Robe ausziehen und Dings anziehen. Jägerjacke. Ich muss ein Game testen mit Jägerjacke. Das nützt nichts. Ich muss wissen, wie effizient das oder wie der Unterschied ist. Was ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Wenn wir keinen Double-Teil haben, gehen wir wieder raus, Alter. Ja, das jetzt gerade war gegen Jägerjacke. Wo kann ich das nochmal nachgucken? Hier. Ja, Jägerjacke. Und ich habe mit Mana Robe gespielt. So, jetzt mach ich noch eins mit Jägerjacke gegen Jägerjacke. Wobei, jetzt krieg ich bestimmt Mana Robe als Gegner. Man kennt's, Alter. Ja, du merkst es. Attack spielt halt geisteskrank stark, ne? Darum habe ich echt Bock auf Benji, weil dich das gar nicht juckt, Alter. Weder Necro noch Attack Speed weg, noch sonst irgendwas. Juckt dich alles gar nicht. Juckt dich gar nicht alles. I want you. These beautiful things that I've got. Oh, View, die wird wieder gut. Ich kann nicht abbrechen. Ja, das Deck macht auf jeden Fall Bock, ne? Das Deck macht auf jeden Fall Bock, ne? Wir haben ein Double-Teil, okay. Wir versuchen diesmal gar nichts. Danke dir. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen diesmal eher mehr Stacks zu sammeln. Ne?
Ja, Lenny, der Obere war auch gut, ne? Der Obere war auch gut. Oh Gott, Alter. Ey, ich hätte das erste noch fast gecarried, ey. Ohne Spaß, da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt, ey. Das hätte ich fast noch gedreht bekommen. Aber dann hat er mich doppelt hops genommen und dann war vorbei, ey. Ich habe kein Double-Teil. Ach Mann, ja, Alter, ey. Mit Ekelhexe auch noch, ey. Und ich habe jetzt natürlich nicht den Double-Counter-Spell dabei. Was habe ich euch gesagt? Wir spielen 100% gegen was Ekliges, ey. Ich hab's geahnt, Alter. Beste Pikachu-Emote ever. Ja, wir müssen auf dem Damage-Feld dann 1 zu 0 laut. Ach, stimmt, heute ist DFB-Pokal, ne? Stimmt. Stimmt, darum war ich am Überlegen, sollen wir streamen oder nicht? Aber ich habe gedacht, doch, komm, Alter. Ich war so lange nicht live, Mann, ne? Ich frage mich immer, was Leute dazu treibt, sowas zu spielen, ne? Und dann, das ist, was ich eben schon sagte, Ekel summonen und dann nochmal noch Mana-Robe rein. Und dann richtig rein. Richtig reinschlotzen. Die Mülleimer in dem Event, ne? Ja, stimmt, die war gut. Aber ich habe schon überlegt, Digga, warum eigentlich mit Riot? Warum nicht mit Scrapper? Dann bist du auch nicht stuck mit Scrapper. Warum nicht Scrapper? Hast du einen Elber Scrapper? Warum spiele ich eigentlich nicht mit Scrapper? Wieso spiele ich mit Riot, Digga? Das ist doch eigentlich Banane. Weil 15er Scrapper ist doch, glaube ich, mehr worth it. Oder? So rein rechnerisch gesehen. Du kannst ja nie stacked sein. Du machst ja einen Hohn am Anfang, spielst links, rechts. Rechts, dann hast du sogar nochmal Rüstungsbruch dabei. Diese nicht mehr Werbung anschauen, das ist das Beste, was passieren konnte, ey. Das haben wir ja schon vor, ich weiß nicht, wie viele Wochen, Monaten angesprochen, angeprangert. Das kann ja nicht sein, ey, das war so nervig. Aber jetzt ja Gott sei Dank rum das Thema, ne? Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wie viel du Offstream spielst. Aber ich spiele halt echt wenig Offstream. Das heißt, wenn ich die Dinge halt eben nicht im Stream gucke, dann kriege ich die Belohnungen halt nicht davon. Und das ist halt eigentlich zu schade, ne? Ich brauche eigentlich ein Damage-Feld, aber ich habe kein Damage-Feld besetzt, ey. Machen wir so. Ach, Bruder Jakob, ey. Egal, das wird jetzt safe, ein Monk. Ich sag's dir, wie es ist, Alter. Ich hab so ein Gefühl. Ich hab sowas im Gefühl, ey. So kacke das Spiel auch manchmal zu dir ist, aber wenn es drauf ankommt, dann ist das Spiel gut zu dir. Manchmal einfach dran glauben, ey. Ey, das war wieder so ein richtiger Alex-Call. Ich weiß. Ey, mach dich fort aus meiner Leitung, du Birne. Sehr gut, jetzt haben wir hier unseren Bonus. Jetzt kann der Hexen-Curse kommen. Er ist auch einer mit einer Profi-Hexe, der nicht mal die Mana-Ups macht, dass der Heal gar nichts bringt. Das ist gut für uns. Schlecht für ihn. Keiner bitte verraten ihm, danke. So, jetzt fangen wir an, ein bisschen Stacks zu sammeln. Und dann gucken wir mal, was der so am Damage mäßig rausknüppelt, der Kollege. So. Insel. Ja, erstmal alles clean halten, ne? Nur mit Mönch abmachen. Ich weiß. Naja, soll ich das Erwachte stehen lassen? Besser ist, ne? Besser ist, ich warte, bis der automatisch hochgeht, dann kopieren wir den und dann haben wir so und so und so. Ja, nee, die Hexe geht eigentlich. Dark Priest ist das Unangenehme, weil der halt auch die Crits hochhielt, ne? Das ist das Problem an der Kiste. Ach, Bruder, macht der erst so, ne? Hey, Troristi, ich grüße dich. Was geht? Ah, oh, schöne Trapper diese.
Schreib einmal gute. Ja, obwohl drei Trapper ist zu viel. Feierabend, das hört sich gut an, Alter. Dann auf jeden Fall schon mal einen schönen gewünscht, ja. Was, Titanic? Lally, let's go! Lally, how are you doing, buddy? Dang, didn't saw you for like, I don't know. 3 months or so? Or was it even before Christmas? Oh, Trixie, das ist nice. Das ist ein guter Game Changer. How you doing, Lally? How you doing? Trixie 15 ist halt echt sick, ne? Hab ich damals extrem gefeiert, Alter. Hey, you told me about it. You told me about it. Okay. So, I hope you're doing well now, or much better, at least. Ja. Oh ja, Fan, da wirst du auf jeden Fall deinen Spaß mit haben. Ne? Warte, ich muss einmal kurz lesen, was Lally schrieb. Oh no! Okay, that sounds. Sounds very bad. So, can I go back to your apartment one day or. Wait, wieso mache ich jetzt schon wieder keinen Damage, Bruder? Ich weiß nicht, wieso. Bean, warum mache ich hier keinen Damage? Puff, Alter. Oh, okay. Oh, that's a long time. That's real a long time. Wichtig, wichtig. Nice. Wichtig. Ah, yeah, forgot you will work now till, yeah, nearly till winter starts, alright? Hey, Bumsnoodle! Oh, vielen Dank für dein Follow! Bean, warum mach ich denn jetzt wieder kein Damage, Digga, hier? Was ist denn das, Mann? Ja, Digga, er macht noch so mit mir. Komplett Mülltonne hier. Bruder, ich mach keinen Damage. Null. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist ja geisteskrank, Digga. Der ist ja nur am Stunnen, ne? Wie viele Rockets kann der Dude denn schießen, ey? Irgendwann muss ihm doch mal die Munition ausgehen hier. Okay, ich habe keine 10 Stacks, ne? Ey, Agoni, 14 Monate! Let's go! Vielen lieben Dank dir! Wichtig? Oder ich mach keinen Damage, Alter. Ich mach keinen Damage, ey. Ich flippe hier gleich aus und fahr mal die Kollegen besuchen, Alter. Der ist ja wirklich dauergestunt, der Kollege. Guck dir das mal an. Der schießt zweimal, ist wieder gestunt, schießt zweimal, ist gestunt. Der ist ja dauergestunt, Digga. Das ist ja quasi Arbeitsverweigerung. Look at this. Can't even kill a 100 million worth. Yeah, no. To be honest, bloody, I was lucky with the event. Yeah, I got like 7 2% pulls
out of the event. Es werden immer mehr, Aguni. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals. Oder hier ist gleich vorbei. No Dark Priest. Okay, ich wenigstens mal die 10 Stacks da drauf auf den Mistkerl, Alter. Nicht mal das krieg ich geschissen, ne? Jetzt hat er auch noch Dings drauf, ne? Halt's Maul, Alter. Das war, was ich sagte, ne? Das Dark Priest ist schlimm. Dieser Hexen-Curse ist okay. Aber Dark Priest ist vorbei, Alter. Gegen ein Tesla-Deck. Ja, Wosti. Ich habe auch Screenshot geschickt gesehen. Von hier, wie heißt der? Papa Agoni. Papa Agoni im Rasiermodus mit Tesla. Müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken. Ich glaube, langsam geht dem Bre bei uns gegenüber aber die Puste aus. Aber geisteskrank, Bruder. Geisteskrank, ey. Dein Tesla-Deck. Testcamp-Ding habe ich gesehen. Ein Gönchen. Ich mag gar kein Damage, Alter. Das nervt mich, ey. Das nervt mich. Jetzt werde ich hier geflippt, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Aber hab ja eh keine Damage-Felder und keine Zeus-Felder, ey. Trix geht nach Hause, Snickers essen. Sword-Boni. Okay. Aber Skar, ich danke dir vielmals für deinen Refollow. Und nicht wundern, du hast mich nicht entfolgt. Das war Twitch. By the way, how are you? How are the kids? How Nina? You've been healthy. Lally. I'm again a little bit sick. As you can hear on my voice. Steve, auch dir vielen Dank für deinen Refollow. Danke dafür. Lally, back to you. Yeah, kids are growing insanely fast. We definitely have to write a little bit later after the stream if you got a few minutes. Are we going into the voice chat? Depends on you. If you want, there's a message attached on the stream. I hope so, that it's attached. It's the Discord link, and then we can go to the voice chat if you want. I will give you the role voice buddy. Abaska, I'm sorry. Removed those 10,000 of bot followers, and sadly, mistakenly, they also removed some real followers. Sorry for that. And thanks again for the refollow, man. Really appreciate it. And hope you're doing well. So let's go for the Tesla deck. Now, before this, I have to try this one. I'm definitely up for it. I'm still in Pendleton leave, so I have time for you, Lally, whenever you want. Doesn't matter if in the morning or evening hours, just let me know. Ich würde links, rechts, rechts spielen, dass du nicht stacked bist, weil das, du hast halt nochmal einen 30% Damage Boost, ne, auf deinen Mönch. Das heißt, du musst die Dries nicht mehr sammeln. Ja, klar, wir können auf jeden Fall ein Training machen, auf jeden Fall. Das heißt, du musst die Stacks davon nicht mehr betrachten. Das heißt, du musst nur die Swords beachten. Wenn du die Swords fertig hast, machst du dir einen hohen 5er Scrapper und scrapst einfach alles weg, ne? Echt? Okay, ich habe nur das letzte Mal gelesen, aber da war ich noch am Labern und habe ich es nicht mitbekommen. Ich würde das, wie gesagt, einfach so versuchen. Da alles gleich. Und dann mal gucken. Ja, 7k, ja moin, Alter. Bienen, was ist los mit dir, Alter? Achso, du kannst ruhig so. Mach ruhig voll Granate. Mach ruhig mit Jacke und so, dass so ein bisschen Real Life oder Real PvP-Bedingungen sind. Toxic Dryad? Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Die habe ich gar nicht mehr bedacht, ne? Ja, mach ich Agoni. Ja, auf jeden Fall.
Ja, Bean ist auf jeden Fall Monkinator, Alter. Das ist geisteskrank. Stevie, was geht? Moin. Und danke dir für deinen Refollow. Der war weg. Ja, mach mit Jacke ruhig. Ja, mach mit Jacke und mit ruhig Toxic Dryad und so. Dass ich so ein bisschen normale PvP-Bedingungen habe, dass ich gucken kann, ob das überhaupt Rurf ist mit dem Scrapper. Aber ich denke, das könnte funktionieren. Ich bin mal gespannt, ey. Stevie, mein Lieber, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Difficult, Laddie. You can play a couple of decks finally, and I'm really happy about it. Scrapper got talents. Harlequin is getting talents really soon with the next update already. I guess if I'm not wrong. Yeah, Spirit Master insane. Ja, bei mir ist alles blendend. Ich bin mal wieder wie immer ein bisschen krank, aber das kennt man ja hier von Krank-TV nicht anders, Alter. Ja, Necro ist definitely crazy at the moment. I have to agree with Wosti. Das ist, Digga, das ist also. Ich hab den ja auf 15 gemacht auch, ne? Aber was der Necro hochhielt, so an der Wave, das ist ja geisteskrank, ey. Was ein Triple Upgrade, Bruder, ey. Let's go direkt rein da, ne? Das könnte lecker sein, oder? Genie Snowflake also nice, yes. Yeah, Lali. Lali definitely better. But to be honest, currently it's really, really, really playable. You got a lot of decks that you can play. Not that much toxic shit. And I'm really happy about it. Es war so safe, Alter. Er darf eine Unit nicht treffen. Er darf eine Unit nicht treffen. Er hat eine 20% Chance, Digga. Und er trifft genau diese eine, die er nicht treffen soll, ne? Ah, mit einer Zicki-Zennin, Alter. Der war wichtig. Ja, das ist scheiße. Lalli. Oh, no. Ja. Yeah. I know he's gonna hit this one. Like I said, das Spiel ist so berechnend, Bruder, das darfst du keinem erzählen, Alter. Ja, das war wenigstens nice. Ich lass mir nochmal einmal hochgehen, dann können wir den wegscrappen. 42 Kisten. Du hast doch vorhin schon 42 Kisten. Oder heute Morgen oder heute Mittag. Hast du nicht mehr gespielt oder wie oder was? Ich muss die hier langsam wegbekommen. Ah, ja, yeah, I got this problem too these days. So, watching streams without Wi-Fi is such a pain. Wait, so, pass auf. 3, 4. Den einen runter, den einen hoch. Okay. Muss den ja wegpacken. Ich hab's falsch Talent drinne. Nein, Bruder, ernsthaft? Ich bin so ein Esel. Ah ja. Ich kann ja nur gleiche Scrap-Ränge wegmachen. Einfach falsches Talent drin, ja moin, ey. Ja, das wird jetzt interessant, ey.
Verdammt, Alter. Damn. Ne, dann ist Quapper Bullshit, weil du musst ja, wenn du das Damage-Ding nimmst, das ist schwierig, Alter. Did you just. Yeah, with your mana power. With your mana power up, Laddie. With the last one. Oh no, with the first one, I have to check it after the game. Which one is it? But I fucked up, I used the wrong talent. Also mit Dryad viel besser, Lally und Beanie. Dryad much better. Okay, der war nice. Ich habe nichts gesagt. Beste Deck. Beste Deck. Bam, 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 bam. Ich wünsche mir diese Nacht, nur dass du bei mir schläfst. Aber jetzt muss ich ja 10 Power-Ups machen, bis der Bruder wieder unten ist, Alter. Bam, 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 bam. Ich wünsche mir diese Nacht, nur dass du bei mir schläfst. Boah, ich habe 8 Runden gespielt, ich habe kein Virus bekommen. Ich spiele gegen Bean, ein Testgame, direkt Virus, Alter. So lass sie, wir können gleich eins machen. Jetzt kommt Dark Priest und macht Hops mit mir. Boah. Boah. Ich glaube, so, wir sind noch nicht mal bei den Triple Bossen und ich muss schon sagen, dass Dryad im Deck besser ist. Gefühlt zumindest. So, erster Eindruck, erster Eindruck, erster Eindruck nur. Weil alleine schon. Gut, wir haben einen Double-Teil, aber die immer mit dem Scrapper jetzt zu treffen, Bruder, das ist ja schon geisteskrank ekelig. Ja, Alex schläft wieder schön im Schlaraffenland, Alter. Der war C3. Da machen wir so und so. Ja gut, das funktioniert jetzt natürlich dann nice, ne? Mit den Mana-Ups ziehst du dir 2 zusätzliche. Doch, das könnte nett sein, ne? Das könnte nett sein. Ja, und dann geht's schon wieder los. Dann kommt noch einer. Der geht einen runter. Den lassen wir noch einen downgraden. Da wären wir blöd, wenn wir es nicht machen. Plus wir holen uns den Damage-Boost. Plus wir holen uns den Damage auf das und ziehen den da runter. Kriegen dann die Stacks. Ja. Oh, der ist wichtig, der ist wichtig. B gegen Monk, also dann weiß ich nicht, was ich falsch spiele an der Karte. Keine Ahnung. Ja, da ist bei mir bei 20 Billionen war bei mir Ende. Ja, jetzt kann man sich das schönreden. Gegner hat Dings an und das und jenes, aber ich habe einfach nur Kack gespielt oder ich weiß nicht. Ja. Ja, richtig riskiert. Ja, ich kann nur gleiche Ranks. Egal, zack, weg damit, Junge. So. Okay, hochgegangen, wichtig. War auch gut, nehmen wir mit. Da brauche ich doch gar nicht mehr, ich doof, ey. Wichtig. Wichtig. Wey! Vielen Dank dir für deinen Sub. Let's go. Fortlaufende Monat auch. Ich danke dir vielmals. Pass auf, warte, ich muss gerade einmal hier kurz, dass ich nicht reinscheiße. Den einen downgraden noch. Den lassen wir noch mal. Wichtig, 56. Jetzt ist auch das Amulett chilliger zu leveln, ne? Sag ich euch, wie es ist, ey. Ist für alte Mann Alex angenehmer zu spielen, das Deck so.
Mach nicht immer so. Ja, danke. Guck mal, Amulett fertig diesmal. Wichtig. Trapper haben wir nur einen. Brauchen wir jetzt noch einen? Der, egal, da ziehen wir uns einfach einen aufs Zeus-Amulett. Ja, schön gecallt. 62 Stacks diesmal. Wo ist mein Damage? Da ist mein Damage-Viech. Schön aktivieren, mehr Damage. Ja. Sieht gut aus, oder? Amulett ist eh schon fertig, aber egal, wir brauchen einen Zweier, dann lassen wir uns den zum Damage boosten, der kann schön kaputt gehen. Einer Mönch, wäre schön gewesen. Mutig, aber gut, Glück gehabt. Da ist ein Mönchi, let's go. Bruder, nein! Oh, ich hätte geheult, Bruder. Ich hätte geheult, ey. Da, dieser dreckige Dark Priest, ne? Irgendwann mache ich Anzeige. Ich spiele Anzeigenhauptmeister gegen den Typ, Alter. Der hat doch irgendwas gegen mich. Das kannst du keinem erzählen. Also ich und Dark Priest, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. 100% nicht, Alter. 100%. Ich dachte gerade schon wieder, wo ist mein Damage hin, Bruder, ey? Kannst du doch keinem erzählen, ey. Das ist ja nicht normal. Also ich und der Kollege Langstrumpf, das wird nichts mehr. Ich hab da auch schon wieder so einen Pudding unterm Arsch am Kleben, ne? Das ist auch nicht gut, habe ich gehört. Lalli. Ah, this time I'm smart. I'm waiting. Wait. Ah, of course. Now I'm waiting and he's not hitting this one. Of course, like always. Always. Ah, ich dachte gerade, ja. Ich denke die ganze Zeit, das ist mein Main Monk. Habe ich denn irgendwie die Augen kaputt oder so? Ja, habe ich. Ich habe schlechte Augen, ich weiß, aber so schlecht, Wieder, Bruder, wieder! Geh doch raus aus meiner Leitung, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das könnte mit dem Scrapper funktionieren. Das hat mir tatsächlich mit dem... Könnte tatsächlich funktionieren, aber mit dem Scrapper, ne? Es geht. Also es war tatsächlich angenehm, weil wir mit der Dryad. Der Anfang war so... aber danach war okay. Oh ja. Harlequin bin ich auch richtig gespannt auf die Talente. Ich glaube, die könnten richtig schallern. Yay! Lali, they have changed so much stuff. Hero animations and many other stuff. I had definitely have to show you all the stuff. Ja, eine geht noch, Beanie. Eine geht noch. Eine Monk geht noch und dann müssen wir Tesla anpacken, ne? Ich glaube, die Leute haben Bock auf Tesla ein bisschen. Also ich auf jeden Fall. Junge, was ist denn mit Easy los? Der macht ja alle kaputt, Alter. Was hat der geraucht, ey? Kulti wegen dem Wochenboost wieder oder was, ey? Das ist ja nicht normal, ey. Ich habe kein Double-Teil, oder? Doch, ich habe eins, ja, in Antarktistan, Bruder, ey. Du hast keins, sollen wir neu starten oder was? Ja, starten wir heute, das ist kein Testmatch ohne Double-Teil, Digga. Das kannst du ja vergessen, ey. Also lieber eins in Antarktistan haben, wie gar keins haben. Du hast schon wieder keins? Was ist da los, Alter? Make me harder.
So, jetzt aber. So, now let's go. There we go. Ja, nice. Hast du einen direkt am Spawn? Du Hund, ey. Der gecheatet, ey. This one here? Ah, no, this one, okay. Ihr könnt schon mal Tesla-Deck euch wünschen, wie wir es spielen sollen. Ich mach kein Zeus-Upgrade, sag's dir, wie es ist, wenn da ein Dreier draufsteht. Der geht direkt auf 4 hoch. So oft passiert in diesem Spiel. So oft. Trick 17. Zack, zack, Junge. Tesla, Night Statue, Hexe, Scrapper Trapper, ja. Ja, ja, hört sich gut an. Und Clean halt eigentlich zweimal Counterspell, aber ich habe keinen zweimal Counterspell. Das ist der Müll. Ach, Mann! Egal, wir machen uns jetzt einfach so ein Zweier. Naja, es wird ein Dreier. Lip. Lip. Weg damit. Weg damit. Echt? Hast du auch nur einen? Okay, ich habe auch nur, einen. Ey, immer, alle sagen immer, reiche Streamer, reiche Alex, dies, das. Alles Lüge, 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 das gibt Kartoffelsalat. Ja, Bruder, 3 Millionen, danke, den wollte ich haben. Jetzt brauchen wir den und den, 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 wichtig. Mana ab, abwarten. Boah, das ist geil, Alter. Habt ihr das gehört? Das ist echt gut, ey. Ja. Juch. Braucht den eigentlich auf dem Zeusfeld. So, so, so. Habe ich da noch ein Doppelfeld irgendwo? Nee. Schrimpi, was geht? Wieso Auszeit? Was habe ich getan, Bruder? Du bist der geilste, Alter. Gib mir jetzt einen Mana-Power-Up, ey. Er macht ein Double-Upgrade, ey. Ich küsse doch sein linkes Auge. Ich mach so. Na, ich bin so dumm, Bruder. Ich bin so dumm. Wieso mache ich nicht einfach Zeus-Upgrades? Ich bin so dämlich, ne? Oh nein, Alter. Ey. Da wird direkt Baby von Ton erkannt. Er ja, macht keins, das war so klar. Ey. Drei. Vier. Wieso ziehe ich mir den nicht da hoch? Ich Esel, Alter. So, der ist jetzt mittlerweile T9. Alright, Lally. Ach, Bruder, ich spiele gerade so Mülltonne, ey. Mach den jetzt hoch. Mach doch hoch, ey. Was machst du, Zeus? Ich spiel mutig diesmal. Mach jetzt den hoch, Alter. Das, der macht den nicht hoch. Ich sag's dir, wie es ist. Ich werde den nicht hochbekommen, Alter. Das
Safe, safe, safe. Ich bin gleich für dich da, Schrimpi. Ich schreib dir gleich. Oh, Bruder, was macht denn der? Boah, fuck, Alter. Ja, er hat's geschafft, Gott sei Dank, ey. Hier das Popcorn. Das Popcorn und gibt noch einen, glaube ich. Die sind exklusiv für die Content Creator. So, wichtig. Und den jetzt wieder runtergraden. Auf 4. Aber ich glaube nicht, dass ich die unten noch auf Lane bekomme. Ich müsste halt die eigentlich auch noch fusionieren. Nee, nee, das wird nichts. Ich habe den Anfang verkackt, ey. Bruder, ich muss los. Hat schon gemercht, ja moin. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der Wave. Also da müsste ich schon echt extrem viel Glück haben. Ich da jetzt irgendwie zwei Menschen bekomme. Das wird nichts, ey. Das wird nichts. Komm schon, geh du zuerst runter. Ciao. Ciao. Kann ja nicht schlechter werden, das Board eigentlich. Ja, ist sogar besser geworden. Ah, ne, weil da der Fünfer ist. Da ist das andere Double Teil. Ne, ist genauso Müll. Nee. Da musst du beim Aufbau echt am Anfang aufpassen, ne? Weil selbst wenn ich den jetzt da wegziehe. Nee. Aber hätte ihn auch noch tot machen können, der Hund, ey. Dann hätte ihn auch noch tot machen können, der Drecksack, ey. Ich hätte gewonnen, Alter. Ich hätte gewonnen, ey. So, wo ist jetzt mein Agönchen hier? Was gibt's hier? Verteidigung angucken. Zack, 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 zack. So, wo haben wir jetzt hier? Techno. Achso, ich muss Musik wieder ein bisschen leise machen, ne? So, Tesla. Mit Night Statue. Ich will auf jeden Fall mit Barriere spielen und Steinlegion. Hexe, Trapper und Scrapper. Hexe und Harlekin, das ist ja mein Favoritendeck, Alter. Rechts, rechts, rechts. Links.
rechts, rechts. Wo ist das dieser? Tesla habe ich gespielt. Links, rechts, links. Dass du mehr Damage machst, ja. Uff, und dann muss ich auch mit Schrimpi nochmal die Tage ran, ey. Nützt alles nichts, ey. Ich habe schon mal wenigstens geladen, jetzt das Update. Da gab es ja schon wieder ein XXL-Update gefühlt, ey. So. Scrapper spielen wir mit einem, ja. Spielst du den Agoni mit der Night Statue zum Stack sammeln wie Spirit Master? 2. Ist Lautern schon aus oder was? Ah ja, oh, wir haben spät Stream angefangen, ne? Eieieiei, Alter. Eieiei. Ne, dass du flexibler bist mit der linken, ne? Hab ich mir fast gedacht. Dann spielst du auch mit einer Night Statue nur, ne? Eine Night Statue, wie viel Tesla? 3, 4? Wir spielen mit Zeus, ne? Zeus, 2 Trapper, 2 Hexen, 4 Tesla. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, alle Amufelder, ne? Ja. Hallo, Amufelder versuchen mit einer. Ja, 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 okay, dann. Achso, ich kann meinen Shop noch aktualisieren. Keine Leggy, ey. Schade. Ich habe auf Leggy gehofft oder auf Clown, weil Clown ist, wie ihr sehen könnt, 12 Karten noch. Und ich habe nicht gepaid. Nackenklatscher. Schrimpi, hast du jetzt schon das Game, was du mir erzählt hast von Fortnite, hast du das vor oder nach dem letzten Patch gespielt? Oh, ich hab schon Gegner, ja moin. Ich hab ein Double Teil, wow. 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 Echt, hab ich ein Double Teil nur? Ja, das geht ja schon wieder gut los. Ja. KS Mitte rechts. Hier, ne? Dann die drei Felder abdecken und hier eine Hexe hin, ne? Ja, hätte ich auch gesagt, Lenny. Stark. Alex zeigt wieder, wie es geht, Alter. Ja, wichtig. Ich mach Fullbot diesmal. Ich mach diesmal. Aha, danke. Ja, ich mach doch kein Fullbot. War ein Spaß. Naja, dann habe ich 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ich würde da und da jeweils einen Trapper drauf machen. Wegen Dingsfelder. Zeusfelder. Ja, danke. Das hat sich auch schon erledigt. Das geht ja gut hier. Bin ich hier jetzt noch ein. Doof. Das war dumm von mir. Habe ich einen Merch verschenkt. Ja, wichtig. Lass mal stehen. Ein bisschen Amulett leveln, ne? Alex, ey. Alex kann sich manchmal selber steinigen, ja? Weil er Kacke spielt. Aber hat dann auch noch Glück dabei, ja? Ja, Lenny, ich war schon wieder über mich selbst am Fluchen fast, ey. Aber ich hab noch die Kurve bekommen. Vor allem Night Statue auch direkt mit weg.
Zero! Was geht? Zückerli! Jetzt mal ein Tesla dahin, wäre schön. Oh ja, schmeckt, ey. Was mir an der Night City so extrem gefällt, ist, dass du nicht diese, diese Ebolas hast mit den Stacks sammeln, weißt du? Erleuchten, ich habe doch gesagt, ich habe gesagt, Tesla wird auf jeden Fall Liebe bekommen. Ich werde Tesla auch wieder spielen, aber ich habe halt, ich gebe es halt zu, ich war echt die letzten Tage so dermaßen kaputt und am Arsch. Keine Kraft, nichts, jetzt auch wieder ein bisschen angeschlagen und so. Aber ich habe gesagt, jetzt ist einfach Zeit, ich muss den auspacken, ne? Versucht da oben gleich schon eine Hexe reinzubekommen. Dann kann man die nämlich schon mit hochziehen, wegen Damage Buff und dies, das. Stasis mittlerweile kann, glaube ich, 13 werden oder so auch bei mir. Also es läuft auf jeden Fall. Aber ich sag mal, so viel ist ja eh nicht mehr zu gehen. Ich liebe diese Triple Upgrades, ne? Das ist einfach nur ein Genuss. Ich habe mein Equipment gar nicht geändert, ne? Ich Idiot, Alter. Ihr wisst schon, dass wir jetzt mit Popel-Equip spielen, also ohne richtige Fraktionen und so. Auch Damage-Amulett ist auch falsches und so. Aber egal. Da kann man wenigstens gucken, ob sich das Deck wirklich schon lohnt. Mit falschem Equipment radiert, dann wird es auch so rasieren, ne? Ja, ich hasse es alle. Ich habe nicht aufs Amulett geachtet gerade eben. Da müssen wir gleich mal drauf gucken beim nächsten Merch. Ah ja, wichtig, die Hexe. Nein, ich werde sie nicht merchen. Um mir dann wieder anzuhören, 3 Wochen lang. Da war doch eine Hexe am Stehen oben rechts. Ich werde die auch direkt versuchen mit hochzuleveln. Was allerdings gut ist, dass unser Gegner Spirit Master spielt. Jetzt habe ich gesagt, ich gucke aufs Amulett und habe nicht drauf geguckt. Tschüss. 32%. Noch nicht so der Hit. Hello, Habik! Thank you very much for the resub. Refollow, better to say. Ja, Lenny, das habe ich schon, ich weiß nicht wie oft vorgeschlagen, aber da spreche ich gegen eine Wand. Ich habe auch heute gesagt, wie es aussieht, wegen mit einem Klick die Kisten aufmachen, ist halt schon ein bisschen langweilig, ne? Auch wegen Content und so, ist ein bisschen Müll, ne? Ja, die haben mir halt gesagt, das war der Wunsch der Player, also. Dass man jetzt alle mit einem Klick aufmacht. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich kenne zum Beispiel keinen Player, der das so empfindet, aber irgendwo wird es den Player geben, der das so empfindet. I will search PvP when you play next game. Ah, Habik, why? You want to snipe me and kick my ass? Nah, bro, you can't. Don't do this to me. Das, ja, versuche ich. Das Spiel hat andere Pläne. Man kennt's doch. Ich muss jetzt wieder erst 20 Mal spawnen, dass da was passiert, ey. Na, ja, doch nicht, ey. Wichtig. Damage ist gut, gefällt mir auf jeden Fall.
wollte gerade sagen, die Hexe müssten wir noch Instant-Kills bekommen. Ein bisschen Hexen-Stack sammeln wäre auch nicht schlecht. Dann hat mein Gegner jetzt tatsächlich eine Robe an, ne? Boah, die Bosse gehen aber schon schnell weg, ne? Richtig. Hier der Spot muss eigentlich auch wieder frei werden. Da noch ein Tesla rein, ne? Nee, aber wieso kriegt denn so wenig Mana gefühlt irgendwie? Ich lasse ihn da stehen, glaube ich, auf dem Amulett. Der ist T14 mittlerweile, ne? Ih, jetzt ist der auf 3 gegangen, das ist schlecht. Ja gut. Ich müsste halt mal die richtigen Karten treffen, ne, mit den Upgrades. Das wäre immer nice. Aber Damage ist auf jeden Fall okay, ne? Der war mal wichtig. Clean ist eh kaputt. Ja, ja, der war nice. Okay, der Mensch ist wirklich nett. Wenn das überladen wird, natürlich auch wieder lecker. Ne? Da müssen wir gleich die richtige Karte treffen. Ah ne, der war auch nice, hat auch schon gezählt. Warte mal, Welle 12. Ja. 19er. Aber Damage ist echt schon gut trotzdem, ne? Hab ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Wenn die jetzt hitten sollten, dann gute Nacht. Ja, ich wollte noch den Dings einsetzen, Alter, dass er die aktiviert. Aber war noch okay, ne? Ja, ja, war noch okay. Night Statue geht nicht baden. Knappe Geschichte. Ja, wichtig. Den da oben irgendwie hätten. Ja, schön. Ja,
er ist halt T1 da unten, ne? Das ist ja Wahnsinn. Der hat noch gar keine Liebe abbekommen, der Kollege. Ne? Tribu wird auf jeden Fall schon hitten, bei uns auch. Ja, ich mehr Damage wie mit Dings gemacht, Alter, sogar, ey. Ah, Leute, benehmt euch, ey. Macht nicht so. Fast in den Arsch gegangen, Alter. Fast. Wird schwer. Wird schwer, der ist nicht überladen. Ich habe keinen Damage Boost. Doch, habe ich jetzt. Aber zu spät. Unnötig, ey. Kein Tesla aktiv, ey. Ja. Egal, der läuft zuerst durch oder wegen Trapper habe ich Glück. Ja, habe ich Glück. Uff. Okay, aber ist auf jeden Fall krass. Dafür, dass nur ein Damage-Feld war, ne? 16b ist gut, ey. Hätte ich nicht gedacht, ey. Wo ist das, diese? Ja. Zack. Ah, das ist wichtig wegen CW morgen. Krieg ich mehr Punkte. Links, rechts, links. Ja, hat er recht. Der Lenny. Das ist echt sehr, sehr stark. Ohne Spaß. Das ist echt sehr, sehr, sehr gut. Junge, was ist denn los mit euch, Alter? Benehmt euch mal. Wer macht sowas, Alter? Schlimm, ey. Schalt ich aus, zack. Oh, oh, oh. Ja, ja, hab ich jetzt schon ausgemacht, Alter. Unnötig sowas, ey. Schnell wieder 10 Stunden Palaverei, Alter. Muss mit meinem Chef da diskutieren, ey. Hab ich jetzt schon Bock drauf, ey. Jetzt die Frage, sollen wir noch ein Tesla-Game machen oder nächste Unit? Ich will eigentlich nochmal Tesla testen. Ich will mindestens noch einen Damage-Teil mehr haben, also Double-Damage-Teil oder so. Kulti, ja, aber Kulti ist Wochenbonus. Ist halt... Klar, kann man machen auf jeden Fall, aber ist halt dann ein bisschen schwierig, so neutral zu bedingsten, zu betrachten. Ja, ja, Kulti allgemein eh gut. Aber ist halt schwierig, Kulti halt eben zu testen in einer Damage-Boost-Woche, ne? Ich hab schon wieder nur. Naja, ich hab zwei. Hab ich zwei Damage-Teils? Ich hab zwei, okay, let's go. Und hier eine Night Statue rein. Passt. Ah, läuft schon wieder gut, ey. Ich mach auch diesmal anders. Ich mach diesmal nur die Tesla erstmal hoch, ey. Ohne Spaß. Ja, starker Start, Alex, ey. Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark, also. Wahnsinn. Mein RNG. Zu gut angefangen in der ersten Runde. Danach hat schon wieder beerdigt sich mein RNG. Okay, wenigstens kein Tech drauf. Wichtig. Ich hab's Equipment nicht mal geändert. Ne, ich sag euch gerade eben noch im Game, wir haben das falsche Equipment an. Und geh jetzt hin, start das nächste Spiel und ändere das Equipment nicht, ne? So doof kannst du doch gar nicht sein, Alter. Kannst du keinem erzählen, ne? Wichtig, ganz, ganz wichtiges Ding. Da muss eine Hexe rein, das heißt, die Unit muss auf jeden Fall safe zuerst weg. Wichtig. Wichtig, wichtig.
traumhafter Start. Ich bin am überlegen, ob wir alles komplett über dieses Amulett diesmal hochziehen sollen. Dass wir uns dann in Night Statue reinsetzen und das dann erstmal alles hochballern. Einfach alles auf T7 ballern und dann weitermachen erst. Ist eine Überlegung wert. Und leider müssen wir danach halt auf jeden Fall nochmal ein Game machen, damit richtigem Equipment. Keine Ahnung, Alter, wie man so Banane sein kann, ne? Okay, wir müssen auch jetzt aber schon hingehen und so machen, dass wir safe da gleich eine, okay, der ist auch wichtig, aber da eine Night Statue reinbekommen, weil hohe Night Statue ist halt auch wichtig. Den downgraden, dann den scrappen und den scrappen, das passt. Der steht jetzt auf dem Zeusfeld, das ist, naja, semi, wenn der hochgeht. Haben wir Glück gehabt. Schön Amulett weiterleveln, 24% läuft. Braucht die Night Statue, Mann. Ich muss auf Full Board gehen, das ist alles nichts. Ich habe gehofft, dass so randommäßig einer reinspawnt, aber das ist so schwierig, ey. Komm schon. Komm schon. Sei so gut, du machst deinen Night Statue rein und dann direkt zwei, drei Hits da drauf knallen, ne? Ja, kann halt drei Damage-Felder benutzen, ne? Er hat halt. Kann schon gut Damage rausknallen, eigentlich. Ja, gut, die steht an nicht so einer guten Position. Obwohl, damit hätte ich auch drei. Ja, nee. Ich will den einen noch mitnehmen. Brauchst halt vier Tesla. Sonst zu wenig. War eh klar. Kommt jetzt. Was sag ich dir, Alter? Wenn ich dir sage, kommt jetzt, dann kommt jetzt. So ein Ding ist das, ey. Ja, siehst du, mal auch direkt den Hit, den ich drauf haben wollte, drauf, ne? Zack, Junge, da sind wir doch schon wieder, ey. Beste Deck. Einfach manchmal das Glück anrufen. Und jetzt eigentlich die alle erstmal hochleveln lassen. Und dann das Amulett fertig merchen. Oder so halt eben nebenbei immer hochmerchen, ne? Das können wir auch machen. Wichtig. Ich hab doch. Wäsch mit dir, Alter. Ich muss den aber da drauf machen, ne? Ich müsste eigentlich mit Hexe und Hexe spielen, aber ich spiele nur mit einer Hexe. Mit jeder Hexe dann. Weil der ist halt schon Tier 5. Den wegzumachen, naja. Naja, kein Bock drauf. Ich könnte höchstens den Tier 3er wegmachen, aber das ist auch Bullshit. Wobei, jetzt kann ich den. Naja, den will ich. Da muss auf jeden Fall, oder da soll auf jeden Fall eine Hexe drauf. Und der ist halt schon jetzt Tier 6, weißt du. Lieber da eine drauf und fertig, ja. Mann, ey, ich hasse das, ey. Diese Feuergeister, ne, ey, die sind so stressig manchmal. Der war wichtig. Die brauche ich nicht. Ich mach. Nee. Ich mach so weiter, wie ich gerade eben sagte. Einfach weiter leveln, einfach. Ja, Mann, ja. Oder auch nicht. Immer wenn ich das sage, dann geht das total in die Hose, ne? Das ist jetzt die Frage. Sollen wir. Ja, der war mal gut, ey.
Das war gut, die können wir jetzt da unten ziehen, dann können wir zwei Level up da unten machen. Da mal ein Feuergeist drauf, das wäre nett, ey. Soll ich versuchen, mal so einen Feuergeist lang kommen lassen? Ja, machen wir mal. Ja, ich trifft eh wieder safe irgendwas anderes, ey. Oh, der war nice. Oh, und Counterspell arbeitet mal. Wow. 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 Oh, und den auch direkt hochgemacht. Nett. Oh, nett. Nett, nett. Nett, nett, nett. Ah, ich glaube, ich riskiere nicht viel mehr. Soll ich den zweiten Trapper schon stehen lassen? Nee, eigentlich nicht. Wichtig. Machen wir so. Ich weiß wieder ganz genau, weil ich nicht mehr... Was? Meinst du wegen den Hits, die immer in die Mitte gehen? Das ist doch nichts Neues. Kulti ist echt, 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 echt belastend zu spielen auch. Also Kulti kann sehr, 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 Ja, Bruder, der ist direkt T4 geworden. Ich hatte keinen einzigen Scrapper. Was soll ich machen, ne? Muss so reichen gegen den Kollegen. Muss so reichen irgendwie. Nützt ja nichts, ey. Normalerweise hier Hexe, da Hexe. Also hier Hexe und da Hexe. Aber ich habe vorhin die ganze Zeit keine Dings bekommen. Keine, wie heißen sie? Ja, ich kann dir jetzt mal zeigen, wie oft das Zeusfeld triggert. Aber wir versuchen es nochmal. Jetzt natürlich Vorführeffekt, weißt du, kriege ich direkt... Ah, ich war zu langsam. Wäre direkt T5 gewesen schon. Der muss weg, der T4er da. Das ist Quatsch. Wo kam der überhaupt her? Gar nicht bekommen. So, jetzt mache ich mir da nochmal einen Scrapper drauf. T3, T4, T5. Das ist der mit dem links. Ja, pass auf, dann mache ich so, dann ist der auch geladen. Das ist wichtig. Oh, er hat jetzt macht er das wenigstens. Okay, okay, okay. Kann ich mir da unten aber dann schon den alternativen Trapper hinmachen langsam. Ja, wenn ich auf dem Damage fällt. Nee, Bruder, es war so klar, dass er den trifft, ne? Das klingt immer so einfach, ey. Aber der Damage ist schon echt geisteskrank, Mann. Aber ich frag mich, warum mein Dings... Habe ich das Equipment gewechselt? Aber ich meine nicht, dass ich das gewechselt habe, ne? Ich hab dir gesagt, Agon, ich krieg den da nicht hoch. Der wird dafür, ich weiß nicht wie oft getroffen. Rigged, rigged. Ja, jetzt ist er wenigstens mal, aber er tittet den direkt auch mit.
So, jetzt muss er einmal hitten nur. Der Zeus, einmal. Ja, macht nichts, Alter. Jetzt kommt der Chaos und flippt mich, weil ich nicht aufgepasst habe. Eieieiei. Ich meinen Damage Boost halt nicht aktivieren kann vom Dings. Vom Scrapper. Glaube ich nicht, dass ich den Daumen bekomme. Der geht direkt wieder hoch, ne? Das war so safe, ey. Oh. Oder kriegt er den Chaos noch down? Ja, den kriegt er noch down gerade so. Ja. Der war wenigstens mal nice. Das ist ja mein Alternativ-Trapper jetzt. Muss ja noch sogar aufpassen, weil ich spawne, ey. Jetzt komm schon, ey. Jetzt soll irgend so ein Feuervogel den treffen einfach, ey. Kann ja so schwer nicht sein, ey. Ich kann ja meine Nightsage wegfressen zum Beispiel, ey. Ja, der cleant den statt den, ne? Ja, Gott sei Dank. Jetzt muss der aber direkt nochmal weg, weil der ja da fort muss, ey. Der war wichtig. Ja, jetzt kommt Assassin und hittet mich, ey. Pass auf, Alter. Ja, der holt mir den Vierer-Trapper weg, ne? Oh Mann, Alter, ey. 1 Milliarden Mana verschwendet, ey. Und noch dazu meine Night Stitcher. Gott sei Dank nicht gehimmelt, ey. Oder, ey. Noch Glück dazu, ey. Soli, was geht? Ich habe halt keinen Damage Boost aktiv, ne? Das ist ein Much, Alter. Ciao. Doch nicht, ey. Glück gehabt. Krass, weil er 15, ey. Ja, mach schon noch ein paar Minütchen, ne? Ist ja nichts, ey. Ich war ja lange nicht da, ey. Meine Scrapper sind zu hoch, ey. Chaos wird mich flippen. Glaube ich. Jetzt kann ich meinen Damage Boost wenigstens aktivieren. Trifft den T7, ne? Und den T5, weil ich bin mal gespannt, was mein, wie sich mein Clean-Talent jetzt verhält. Aber ich ahne schon Übelstes, ey. Wie du siehst. Das ist halt Much, Alter. Das ist halt einfach nur Much. Das ist so immer das Gleiche, Alter. Ey. Das ist so dumm. Aber trotzdem 30 B, ne? Ich muss jetzt mal gucken, was für ein Equipment ich anhatte. Und wenn du Zeus aktivierst, ist dann nur die Zeus-Teils. Die Zeus-Teils sind extrem gebufft und der Rest ist auch gebufft. Das kann ich dir gleich beim Talent mal zeigen. Warte, erstmal gucken, was für ein Equipment ich anhatte. Ne, ich hatte wenigstens, ja, ich hatte den falschen Speer an, nur. Wenigstens war das Amulett wenigstens gut. Ich würde sagen, dann spielen wir das Ganze jetzt nochmal mit richtigem Equipment.
Die Frage ist halt, ob Jägerjacke oder Mana-Robe. Ich habe halt das Problem, bei Tech habe ich nirgendwo die Kombination Wald oder magischer Rat drauf. Das heißt, wenn ich halt den Bonus nutzen will, müsste ich eine von den beiden spielen. Wenn ich meinen Gegner eher nerven will, müsste ich halt die oder die Jacke spielen. Oder eher dann die Jägerjacke. Dann triggern aber triggert meine Fertigkeit nicht. Aber ich glaube halt, dass die Jägerjacke am sinnvollsten ist. Selbst wenn ich dann auf die Bonusverzauberung verzichte. Ich könnte hingehen und sogar Set-Bonus spielen, wenn ich die reinpacke. Das Problem ist, wenn du halt gegen Spirit Master, Blade Dancer spielst, ist eigentlich die andere Jacke sinnvoller. Aber wir machen jetzt einfach mal eingeben so. Lass mal gucken. Ah, jetzt auf jeden Fall zum Zeus. Guck mal hier. Du hast auf den Zeus, also du hast halt überall diesen Schadensbonus auf der kompletten Fläche halt eben, ne? Von allen Units. Und dann zusätzlich auf den Zeus-Feld, dann hast du halt nochmal den Schadensbonus. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, zumindestens. Müsste so sein. Monster erleiden einen Flächenschaden und Angriffsschaden und Schaden von Einheiten werden vorübergehend erhöht. Da hast du deine Zeus-Felder, wenn die halt eben treffen, haben die nochmal zusätzlichen Bonus, ja. So, diesmal im richtigen Speer. Mal gucken, wie viel mehr Damage da geht, ey. Wobei ich gerade im Überlegen bin. Jetzt haben wir ja gerade mit dem Speer ohne Tech gespielt. Ob das dann nicht sogar sinnvoll ist, mit dem Schwert sogar zu spielen? Weil, klar, verzichtest du dann so gesehen auf 25% Attack Speed, hast aber dafür 24% mehr Damage und bei den Bossen extrem viel mehr Damage. Weil deine Angriffsgeschwindigkeit gibt dir ja eh im Idealfall dein Zeus und nicht dein Speer. Jetzt bin ich mal gespannt, was Meister Agoni dazu sagt, aber rein theoretisch wäre das eine Überlegung wert, ne? Einfach mal ausprobieren, ey. Dann wissen wir es, ne? Wir mit Z-Bonus. Dann haben wir den Damage auch nochmal mehr. Weil Mana-Mangel hatten wir auf jeden Fall nicht. Also es wäre. Ich glaube, Großzügigkeit brauchst du in dem Deck nicht, ey. Ja, das Sword ist schon ziemlich sexy, das stimmt. Ist leider auf Level 18 noch. Titus, wie geht's dir, mein Lieber? Ah, Mann, oh Mann, ey. Da dieser, ich danke dir auch vielmals für deinen Support auf dem MyGamesMarkt, habe ich gerade eben erst gesehen. Danke, danke dafür. Ja. 6.2 quasi. Ich muss mal das Bild oben aktualisieren. Das ist schon ein bisschen was älter, ey. ein bisschen gepaid, ne? Sagen wir mal so. Ein bisschen gepaid. Also wir können mittlerweile eigentlich so. Ja, nicht jede DPS-Unit, so ein paar fehlen noch, eine Handvoll. Aber dann kannst du quasi hier für 1000 Kanalpunkte spielen, mein Deck reinballern, ey. Kannst einfach jedes Deck spielen, ey. Ich habe noch kein Datum, aber ich bin auch mega, mega heiß drauf. Boah, ich habe schon wieder nur ein Double-Teil, das gibt's doch gar nicht, ey. Aber ich kann wieder mit einer Night Situ nett abdecken, alles. Ich lasse die da direkt stehen. Ich lasse die da direkt stehen, dann habe ich hier die drei Felder abgedeckt. Und fertig. Hier eine Hexe rein. Und dann sogar mit zwei Night Sages vielleicht spielen, ne? Ich denke auch in 2 Wochen, aber ich habe leider echt noch gar nichts gehört, datummäßig. Ich war aber auch relativ inaktiv auf dem Content-Discord. Ich habe mir die ganze Heulerei da gar nicht durchlesen wollen. War mir zu dumm. Alex sagte vor dem Spiel so, dieses Spiel spiele ich mal ein bisschen safe, ne? Alex mercht direkt schon wieder Dreier-Units auf dem Feld rum, ey.
Aber solange es klappt, ist alles easy, ne? Ich glaube, ich mache die jetzt erstmal alle hoch. Ich spawn mir jetzt eine Unit auf dem Damage-Feld. Wenn es klappt, ja. Siehst du, so zum Beispiel. Ah, Damage, was laber ich, Alter, Amulettfeld, so. Ja, guck mal, wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, wenn Pläne aufgehen. Einfach so befriedigend. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Das ist doch mal ein schöner Start diesmal. Wie gesagt, zu dem Müll eben, ey. Ja, macht uns das Leben einfacher, super. Guck mal, Gegner ist disconnected, aber kann auch Einheiten spawnen. Interessant wieder, sehr interessant. Und ich kann keine Einheiten spawnen, weil es bei mir leckt, weil er einen 500er Ping hat. Das ist schon wieder wunderschön, wunderschön, wunderschön. Oh, ich habe auf einen Double Upgrade gehofft, ehrlich zu sein. Egal, direkt den nächsten rein da. Ich habe versucht übrigens auf meine Jägerjacke seit ich weiß nicht wie vielen Essenzen Dings drauf zu ballern hier auf meine Jägerjacke Counterspell. Ich habe schon dreimal Pocket Curse drauf bekommen, aber keinmal Counterspell. Nicht mal einen epischen, ne? Abartig, ja. Ich weiß nicht, ich habe prinzipiell eigentlich relativ wenig Probleme mit diesem Rumgelegge, ne? Es sind halt meistens Leaderboard-Spieler, aber auch immer die gleichen. Wichtig. T7er, T7er. Ich kann sogar theoretisch jetzt schon überlegen, ob wir den nicht jetzt auch schon im Kulti bestücken sollen. Ja, die lasse ich stehen. Die lasse ich stehen. Ich bin am überlegen, ob ich hier noch eine Night Statue hinstellen soll. Aber mit zwei Nightsets zu spielen, ich weiß nicht, ey. Schwierig. Aber dann könnte ich halt hier noch einen Tesla hinmachen und da eine Hexe. Dann hätte ich drei Tesla auf Damagefelder mit Hexe verbunden. Oder da passiert ja gar nichts bei dem Typ, Alter. Das ist ja abartig, ey. Oder hier, noch besser. Hier, dann habe ich alles verbunden. Ja, hier mache ich den. Das, also, es macht keinen Spaß, so zu spielen, ne? Sage ich dir, wie es ist. Ne? Was hatte ich jetzt gesagt? Hier noch eine Night Statue irgendwo hin, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und da eine Hexe rein. Also, wir machen so und so. Wichtig. Will nicht. Will nicht, will nicht, will nicht. Passt und passt. Passiert halt einfach gar nichts, ne? Das ist so abartig, Alter. Weil ich verstehe es halt nicht, weißt du, bei ihm leckt es halt, oder er kriegt den 500er Ping angezeigt und bei uns leckt es wie die Hölle, ne? Nee, die bringt da gar nichts, ne? Die ist Quatsch. Die ist gut. Ich glaube, ich gehe langsam auf Fullboard, das dauert mir sonst, bevor das hier gleich leckt und mein Zeus nicht zündet und alles und da geflippt wirst, Nee, nee, nee. Kann er unten haben, ist mir egal. Okay, die Hexe lassen wir stehen auf jeden Fall. Dann ist der gebufft. Hier jetzt versuchen, eine Night Statue reinzubekommen. Hier ein Tesla drauf. 40% optimal. Rest vom Amulett ziehen wir uns damit gleich hoch und Ende. Reicht, passt.
Ich bin vielleicht Tesla. Mein Gott. Einfach 8 Minuten Animation, ohne dass was passiert, ja. Ach, Bruder. Guck mal, da spawnt er die Einheit, bevor der sein Downgrade macht. Ey, das ist ja nicht normal. Geht's wieder los. Wo hittet der Pocket Curse? Und wo hittet der... Oh, das ist die Night Statue, die wir brauchen. Die Night Statue, die ich rief. Ach, Bruder, das macht keinen Spaß. So, guck das mal an. Du kannst ja nichts tun dir gegen. Du kannst nichts tun. Absolut Panne. Na, den lasse ich auch stehen. Und die nutze ich zum Scrappen. Das ist ja das, was ich immer schreibe, Lenny. Das schreibe ich auch in den Tickets dann. Oder das schreibe ich auch meinem Vorgesetzten, wollte ich gerade sagen. Hier, dem Tappes, der für uns zuständig ist. Vor allen Dingen, wie oft habe ich das sogar, dass Spieler da stehen haben. Verbindung vom zweiten Spieler wird wieder hergestellt, Verbindung getrennt und er disconnected, er connected 10-mal hintereinander. Das ist so dumm. Echt, krieg schlechte Laune, Mann. Ich hab geträumt von einem Land, in dem es gute Server gibt. Ach Bruder, das ist doch nicht normal. Guck dir das mal an, da passieren Dinge. Da ist der Boss tot, dann irgendwann triggert dein Zeus 3 Minuten später. Wem willst du das denn verkaufen, ne? Das ist ja komplett absurd. Ah, Digga, das ist doch dumm. Echt. Ich dachte, ich da einfach rausgehe, ne? Gegen so eine Bakterie, ne? Weißt du, das sind ja so Pappnasen, Alter. Die schaffen dann mit ihrem Popeldeck, schaffen die 7k, Alter. Boah, nee, das kann ich mir nicht anhören, nee, das ist so schlecht. Das ist gut. Weißt du, das sind. Lenny, weißt du, was das auch für Menschen sind? Das sind auch noch so Geier, die spammen nachher noch so ein GG. Oder schreiben so GG, danke für den Sieg und sowas, ey.
echt, habe ich schon wieder so einen Hass, Alter. Ich bin ja so ein Hass, ne? Hab das Spiel, keine Ahnung, 3-4 Tage quasi nicht gespielt. Und bin gar nicht traurig drüber. Ein paar Debuffs gehen noch, also Schwert, Dark Priest, Pocket Curse, mal gucken, was noch geht. Da geht noch ein bisschen, ne? War gar nicht mal so gut, dass der den jetzt trifft. Weil jetzt muss der wieder überladen werden. Ganz wichtiges Upgrade. Das hat er mir weggescript, die Night Statue natürlich, man kennt es ja. Egal, reicht. Reicht. Also Tesla definitiv, Stiftung Alex Test sagt gut. Kann man definitiv spielen. Wenn du gegen normale Gegner spielst, macht es noch mehr Spaß. Nicht irgend so ein Höhlenmensch da hinten, ne? Das ist kurios, ey. Kurios, 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 sag ich dir, wie es ist, ey. Aber echt, also klappt wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben ja jetzt auch mit Schwert gespielt, ne? Mit Schwert gegen Mana-Robe, oder? Ne, war keine Mana-Robe, ne? War Jägerjacke. Ich meine, war Jägerjacke, ne? Ja. Trotzdem war der Damage echt, echt nett, ne? Naja, was du machen kannst, Lenny, wenn du das, wenn du am PC zockst und hast das, dann kannst du schnell switchen aufs Handy und damit neu starten, dann fängt sich manchmal die Connection, aber das kann es halt eigentlich auch nicht sein. Das darfst du ja keinem erzählen, dass du da hin und her switchen musst zwischen deinen Devices, dass du vernünftig zocken kannst. Das ist ja dumm. Ich würde mal testen wollen, wie weit wir mit der 13er Blade Dancerin kommen, theoretisch noch. Das würde mich mal noch interessieren. Problem halt bei der 13er Dancerin ist, ja, dir fehlt halt dieser Tornado, ne? Ohne den, glaube ich, ist die Tante nicht spielbar. Könnt's aber trotzdem einfach mal versuchen. Ich hatte beim lieben Funk ein Deck gesehen, aber der wird das jetzt nicht zuletzt im PvP gespielt haben, das würde mich wundern. First Try irgendwie im Trainingsgame haben die irgendwie 70 B oder so gemacht. Oh, er hat doch, er hat's doch noch drin. Krass, ey, okay. So, da müssen wir gucken. Wald diesmal bitte reinpacken, ne? Alex, Wald, 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 Wald. Ja, Jägerjacke. Ah, okay, ja gut, dann ist, ja, dann ist, ja, nee, dann hast du keine Chance, wenn du auf Arbeit bist und kannst nicht switchen, dann ist vorbei. Da kannst du das Game fünfmal neu starten und du disconnectest dann. Statt der Gegner, der am Laggen ist, wie sonst was, ne? Das ist halt kurios. Das heißt, wir spielen die klassische Blade Dancer Aufstellung, ne? Ja. Links, rechts, links, ja. Ich habe halt keinen Spawn Kill dabei, das heißt, der Spawn wird mir wahrscheinlich durchlaufen. Aber wir testen es, wie gesagt, einfach mal. Alrighty, Lenny, ich wünsche dir was. Penude nachher. Ich gucke jetzt auch gerade schon mal, wer noch am Start ist.
Okay. Gegner gefunden. King Sharky, let's go. Oh, wir müssen. Ja, wir können da eine Night Statue hinstellen. Und spielen dann mit zwei in der Dance-Aufstellung einfach nur. Da ist es schon, let's go. Umso besser eigentlich, da kann ich die Amulette zum Hochleveln benutzen. Einfach direkt Risky Merchant, ne? Lieb ich. Ah, mit Frost, ey. Ach, nee, Digga. Ernsthaft, wieso denn, ey? Steh ich nicht. Hast ein Triple Upgrade wieder direkt hier. Ich war gespannt, ey. Wie viel Damage damit geht. Der muss weg. Wichtig wäre es halt, zügig da eine Dancerin hin und da eine Dancerin rein. Ein Chemiker. Geht. Ich hasse das, ey. Ein Risky Merch noch. Schade. Boah, ich dachte gerade, der hätte den einen Moment lang, ey. Okay, wichtig, nice. Don't you worry. Okay, auch wichtig. Jetzt noch einen da vorne hin und dann bin ich erstmal glücklich. Ja, nice. Komm. There we go. Ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist, so früh schon auf die Pull-Aufstellung zu gehen, aber ja, ich denke schon. Boah, Triple Upgrades sind immer lecker. Immer lecker, diese Triple Upgrades. Aber es war ja klar, jetzt haben wir die Robe an, wo kein Tech drauf ist und wir spielen direkt gegen Tesla, ne? Schweinerei, ja. Mutig, aber wichtig. Triple Upgrade? Ah, Double. Double auch gut. Eigentlich muss halt mit 8, hätte ich mit 8 Dancern spielen müssen, aber schwierig, ey. Weil. Naja, hätte ich nicht hinbekommen. Ich war länger, ob ich den zweiten schon stehen lassen soll. Aber dann hast du 3, 6, 9, 12 Karten, die du treffen musst, puh, ey. Und die alle gleichzeitig hochscrappen, boah. Glaube ich schon fast unmöglich. Testen. Sharky spielt mit Schwert oder mit Speer? Mit Speer, okay. Double Up geht schön.
Wie viel haben wir jetzt? Boah, aber auch erst 34% auf dem Amulett. Schön. Gut, das Gute ist diesmal, dass wir die Mermaid am Start haben. Die gibt uns halt schon gut was an Mana zurück, ne? Plus wir sind gegen den Frost so ein bisschen protected. Frost haben wir auch in der Pipeline, könnten wir auf 14 mittlerweile machen. Problem an der Sache da ist, dass wir keine Kerne haben. Jetzt kommen erstmal Harlekin, der kostet uns nochmal 1500 Kerne. Wir haben, glaube ich, gerade nicht mal 1000. Das heißt, da sind momentan erstmal andere Dinge wichtig. Weil Banshee war mir wichtig, dass wir da die Talente voll haben. Das heißt, jetzt sind Harlekin-Talente dran, dann Frost-Talente, Dämonologe-Talente. Also mit den Dark-Talenten haben sie es auf jeden Fall richtig gut gemeint. Aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall schon mal zu den Triple-Bossen, ne? Ja, es war so safe, dass er daneben hittet, ne? Die Dancerin auch irgendeinen Rüstungsbruch von sich aus? Ne, eigentlich nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Wir haben es gerade eben mit dem Tesla bis Welle 15 oder so geschafft. Wir sind gerade mal Welle 6, also... Der Weg ist noch weit. Ich habe so wenig Stacks irgendwie auf den Dancern gerade. Das sah irgendwie letztes Mal vernünftiger aus. Der Damage ist schon... Wow. Ich habe auch gesehen, da hatten die Necro tatsächlich gespielt. Necro mit Blade Dancerin. Muss man auch mal sich angucken. Ah, 7er Frost ist halt maximal unangenehm. Ne? Durch den Scrapper hast du den ja relativ schnell, ne? Es wird mir gerade erst bewusst, wie eklig das ist, ey. Aber ich krieg so wenig Blätter von der Dancerin, ne? Das ist ja unnormal. Und der Chemiker 2 ist halt auch, naja. T2 halt, ne? Ah, na, einfach heulen. Immer goldene Regel. Goldene Alex-Regel, immer einfach viel heulen. Krass, ey. Das geht ja richtig gut hier mit der Dancy. Ah, ich habe gesagt, die werde ich auf jeden Fall mit dem Buch hochmachen, ne? Ganz klarer Fall. Nächste Season, nicht danach die Season. Bis dahin habe ich schon noch die Kerne zusammen, weil die brauchen wir auch noch 450 oder so. Also allein bis du die dann wieder zusammen hast, weil jetzt die 7000er Kiste oder die 6900, irgendwie viel das auch immer ist, die wandert erstmal in dunkle Kerne, gerade eben ja gesagt. Brauchen wir für die Harlekin-Talente. Da bin ich echt mal gespannt, was sie sich da einfallen lassen, ne? Der Triple Upgrade wichtig. Ah, jetzt muss ich 2 Downgrades erwarten. Nee, das war nicht clever von mir. Das war nicht clever.
Komm schon. Darf halt kein Scrapper spawnen jetzt, ne? Oh ja, wichtiges Triple Upgrade nochmal. Boah, der Damage ist aber sick von der Blade Dancerin, ne? Uff. Und mit Mermaid halt auch echt gut protected gegen den ganzen Toxic-Kram, ne? Aber ich werde da gleich das Problem haben, dass der Spawn mir wegrennt, weil mir der Tornado fehlt von ihr, das 15er Talent. Wieder Triple Upgrade. Wichtig. Ah, die Nightshade Juice. Nur T5, ne? Das ist nicht so hoch. Der tut weh. Ja, ich glaube ja. Ich weiß nicht. Ich habe von meinem Buddy der Dings kopiert einfach das Deck. Aber ich meine, er hat es mit Speer gespielt. Das ist halt geisteskrank, ey. Hätte ich niemals gedacht, dass es so gut funktioniert, Alter. Bruder, mach irgendwas, ey. Gib Gas. Zu langsam, ey. Schade. Schade, schade, schade. Aber guck mal, das ist eine 13er Unit, ne? Guck mal, wie die Dinger wegzwirbelt, ey. Krass. Und das war schlecht. Das war einfach nur schlecht von mir. Jetzt hab ich reingeschissen, ey. Zählt mir halt der Tornado, weißt du, für den Wave Clean. Aber trotzdem, ne? Einmal wieder aktiv die Nightstage und direkt wieder gut Boden gemacht. Oh ja, der Zusammenziehköter wird halt mich hops nehmen. Vergessen, wie der Dings heißt. Ah ne, hat er. Ah, weil. Na doch, ich hatte T5er. Er hätte auch T5er zusammenziehen können. Ich hatte Glück. Das war wichtig. Aber es fehlt mal der Wave Clean, ne? Aber geisteskrank trotzdem. Also ich bin positiv überrascht. Ja, natürlich holt er mir die höchste weg. Oder mit einer der höchsten, man kennt's. Ja. Aber Welle 14 geschafft, ne? Das ist schon gut. Ich glaube, mit dem Wave Clean kannst du das sogar gewinnen, ey. Chaos wird halt flippen. Naja, der ist nicht protected, der ist nicht protected. Da ist zu viel nicht protected, ey. Hätten wir mehr Tripper gehabt, ja, hätten wir das theoretisch sogar gewinnen können, ne? Aber Frost hat ihm am Ende den Arsch gerettet, ey. Aber trotzdem, ne? 17B, 13er Unit, das ist schon stark, ey. Ich sag dir, mit dem Dings hätten wir safe gewonnen. Mit der 15er gewinnst du das safe. Das ist krass, Alter. Ey. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Das ist gut.
Achso, du wolltest fragen, mit was ich gespielt habe. Ich habe ja mit Speer gespielt, ja. Du spielst die linke Blade Dancer, dann spielst du manchmal auch mit dem Speer. Ich glaube, die rechte spielst du mit dem Schwert. Die Move Dancerin, die spielst du mit dem Schwert. Die linke spielst du mit dem Speer, glaube ich. Das ist schon richtig so. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Ja. Das ist krass, ne? Guck mal, 7,5, ne? Ah, Move Deck wäre mir zu anstrengend, ganz im Ernst, ey. Ne, mit den ganzen Feuerhunden und den Dings und dann, boah, ne. Da die gleichen Tier-Levels zu halten, sag ich dir, wie es ist. Das wäre mir persönlich zu stressig. So, wir haben nichts Deutsches am Streamen. Glaube ich zumindest. Ich habe zumindest nichts gesehen. Nöp. Ich glaube, der hier ist auch Content Creator jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder hat er das? Ne. Ne. Der Typ sieht sympathisch aus. Da gehen wir rüber. Da gehen wir rüber, meine Hübschen. So. Ich bin auch fort, meine Hübschen. Ich danke euch fürs dabei sein. Gerade Stream hat Bock gemacht. Morgen übermorgen Stream. Ich weiß noch nicht. Ich werde was schreiben. Später auf dem Discord. Die Woche ist ein bisschen busy. Ich glaube aber morgen. Ja. Morgen ja. Dafür am Donnerstag nicht. Ich danke euch schon mal wirklich von ganzem Herzen für den Support auf MyGamesMarkt, Mann. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich werde auch die Tage nochmal ein Giveaway rausknallen für euch. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine gute Nacht, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns morgen in aller Freshness, würde ich sagen. Ich denke mal aber wieder, nicht ganz so spät wie heute, aber halt eben wieder ein bisschen später, also gegen 20 Uhr ungefähr. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, meine Hübschen.